So, Edelmetalle als Krisenwährung. Das funktioniert schon seit Jahrzehnten, um nicht zu sagen seit Jahrhunderten. Edelmetalle sind tatsächlich eine bekannte Krisenwährung, immer wenn es gekracht hat in den Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten. Gold und Silber war immer Währung. Die behalten nämlich immer ihren Wert, auch über Jahrtausende. Sie waren früher schon Ersatzwährung und sie werden es eventuell heute auch wieder werden, weil nicht umsonst kaufen Nationalbanken und Staatsbanken, die Federal Reserve und die EZB, Gold und Silber. Hat einen riesen Vorteil für die Banken. Edelmetalle sind begrenzt, das heißt, die Warenmenge ist auch beschränkt und dadurch wird der Wert immer erhalten bleiben. Aktuell ist es sogar so, Edelmetalle werden in der Industrie benötigt, Gold und Silber. Silber als Supraleiter für die Digitalisierung unabdingbar. Das heißt, auch hier wird man in Zukunft eine steigende Nachfrage sehen. Bei Gold wird die Nachfrage eben als Ersatzwährung dienen. Das heißt, dass hier auch Edelmetalle als Krisenwährung dienen und dienen können. Warum ist Gold geeignet? Wir konnten vor 1000 Jahren mit Gold einkaufen, wir konnten vor 2000 Jahren mit Gold einkaufen und wir können heute mit Gold und Silber einkaufen. Das heißt, wir können immer Gold für Waren und Dienstleistungen tauschen. Eine Unze Gold ist begrenzt und verliert deshalb nie seinen Wert. Der Wert beläuft sich bei einer Unze immer auf 31,1 Gramm. Das Einzige, was variiert, ist der Preis. Der Wert ist immer das Gewicht, das metrische Maß, was den Sachwert so als Unikat darstellt. Und, Riesenvorteil, Gold kann ich immer innerhalb eines Tages tauschen, was ich mit gewissen anderen Anlageklassen nicht kann. Eine Immobilie kann ich in der Regel nicht so schnell tauschen, einen Oldtimer kann ich in der Regel nicht so schnell tauschen, ein wertvolles Bild, eine wertvolle Uhr, muss ich Glück haben, ob dann die Expertise passt, etc. etc. Gold von jetzt auf gleich. Und wir sehen es hier, die hohe Nachfrage, gerade in der jetzigen Zeit, von Notenbanken, von Staaten, von Anlegern, von der Schmuckbranche und der Industrie macht es natürlich sehr, sehr attraktiv, in Gold zu investieren. Der kleine Bruder von Gold, Silber, gibt es auch seit Jahrtausenden schon und in Krisenzeiten konnte man mit einer Unze Silber besser einkaufen wie mit einer Unze Gold. Weil, wenn ich zum Bäcker gegangen bin, habe ich bei einer Unze Silber eventuell tauschen können oder halt sehr viel Brot gekriegt. Bei einer Unze Gold habe ich meistens die ganze Bäckerei gekriegt, weil es einfach so wertvoll ist. Silber ist aufgrund seines geringen Preises besser handelbar als Gold. Das drückt genau das Beispiel aus. Mit Gold kann ich die ganze Bäckerei kaufen, mit Silber die Einlagen drin. Silber ist ein unersetzlicher Bestandteil in vielen Schlüsselindustrien. Betrachten wir nur Solar, Medizintechnik und die gesamte Digitalisierung, wo es auf Geschwindigkeit ankommt. Und die Förderung von Silber wird immer teurer. Und das liegt daran, weil die Menge begrenzt ist und die Läger, wo wir Silber finden, immer tiefer liegen, immer unweniger zu bekommen sind. Und aktuell Silber halt auch noch nicht recycelt wird. Das wird aktuell nur weggeschmissen und deswegen ist es so, wie es ist, dass die Nachfrage trotzdem steigen wird und der Preis auch. Wenn wir das Verhältnis bilden, dann nehme ich immer den Goldpreis, entweder in Dollar oder in Euro. Ich teile den Goldpreis, geteilt durch den Silberpreis, gibt einen statistischen Wert, 114. 114 in dem Fall heißt, dass Silber im Verhältnis zu Gold günstig ist. Für eine Unze Gold müsste ich 114 Unzen Silber bezahlen. Das heißt, Silber ist vom Preis her gesehen in Relation günstig zum Goldpreis und ich würde bei einem Ratio von über 100 auf jeden Fall nur Silber kaufen, weil das günstig ist. Und das Kaufmannsgut, günstig einkaufen, teuer verkaufen. Das haben wir schon erklärt. Magst du die gleiche Sachen erklären, weil nur an den Gold- und Silberstücken? Also genau. Genau. Bei diesem Goldpreis von 1707 US-Dollar und dem Silberpreis von knapp 15 ist das Ratio 114. Das heißt, ich könnte eine Unze Gold in 114 Unzen Silber tauschen. Ja, also es wäre Silber im Verhältnis zu Gold sehr günstig, das heißt, ich kaufe viel Silber. Im Mai 2020 war das Verhältnis. Wenn ich jetzt in der Retrospektive schaue, im August 2019 war das Verhältnis bei 89 Unzen Silber. Das heißt, ich musste für eine Unze Gold 89 Unzen Silber bezahlen. Heute kriege ich für eine Unze Gold 114 Unzen Silber. Also das heißt, wenn ich jetzt die Langfristbetrachtung des Charts anschaue, muss ich dementsprechend immer schauen, liege ich über 80, dann kaufe ich nur Silber, weil Silber im Verhältnis günstig ist. Liege ich unter 80, wird Silber im Verhältnis zu Gold immer teurer. Wenn wir Edelmetalle kaufen, wo lagern wir die idealerweise? Idealerweise an einem der sichersten Orte der Welt. Und einer der sichersten Orte der Welt ist ein Zollfreilager, das in der Schweiz oder zumindest außerhalb der EU liegt. Das ist aktuell ein sehr, sehr hohes Maß an Sicherheit, das wir haben können. Und dementsprechend ist es natürlich auch gut, wenn wir einen zertifizierten Lagerort haben, dass dieser Tresor dann auch tatsächlich zur Geltung kommt und dementsprechend auch die Werthaltigkeit für unsere wertvolle goldene Gans ausdrücken kann. Wo befinden sich diese ganzen Hochsicherheitstresore? Wo können sich die befinden? Wo hätten Sie es denn gern? Ist immer eine klassische Gegenfrage. Ideal wäre aus unserer Sicht natürlich die Schweiz als neutrales Land. Möglich sind natürlich aber auch andere Zollfreilager, die dementsprechend entweder in Frankfurt liegen oder in München oder in London oder etwas noch weiter weg, zum Beispiel in Singapur. Wichtig an den ganzen Zollfreilagern, wie der Name schon sagt, zollfrei, das heißt keine Mehrwertsteuer, und dementsprechend haben wir hier bis zu 23% mehr Ware. Sie dürfen entscheiden, wo Sie es gerne hätten, Deutschland, Schweiz, Großbritannien oder vielleicht tatsächlich in Singapur. Ja, das ist wirklich gut beschrieben. Da steht die Barennummer drin, die Bezeichnung Good Delivery Goldbarren, das ist das Wertmerkmal, das Gewicht des gesamten Barrens, 12 Kilo, wo der Tresor steht, wer der Verwahrer ist, Brinks, einer der größten in Deutschland, und wie viele Depots in Summe an diesen 12 Kilo Barren sozusagen verfügbar sind. Und der Kurzname ist in der Regel mein Depotname, kann ich aber auch jederzeit ändern.